Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge hatten wir eine Mod vorgestellt, nämlich die Angelic Mod und die Blood Mage Mod. Und eigentlich hatte ich jetzt einen Windswag von 5, allerdings hatte ich dann einen Windswag von 0, weil ich die in der letzten Folge noch in die eine Challenge reingeguckt hatte. In irgendeine, ich weiß gerade nicht welche. Und deswegen stand dann hier Continue, dass ich auf Continue klicken konnte. Habe ich aber nicht gemacht, hab wieder Random genommen gehabt und Hertha Kane bekommen. Das hatte ich auch alles aufgenommen. Wir können erstmal schon auf Random gehen. Und wir kriegen Isaac. Okay, sehr schön. Haben Kane bekommen. Ich habe es auch mit Kane geschafft, deswegen habe ich jetzt den Windswag von 1. Hab's auch aufgenommen, aber meine Audiospur war im Nachhinein jetzt nicht so cool. Die hat so rumgeknackt und am Ende war der Sound schneller als das Video. Wie auch immer das zustande kommt. Auf jeden Fall hat Order City oder mein Soundbot da wieder irgendwas blöd gemacht. Und deswegen ist der One, habe ich den wieder gelöscht. Obwohl der eigentlich recht schön war. Ja. Das Einzige, was da gut war, war, glaube ich... Oh, warte, was ist das? Das ist das Trinket, oder? Ja. Oh, wow. Brauchen wir überhaupt nicht. Das Einzige, was gut war im letzten One... Oh, das nehmen wir mit. War, dass ich relativ viel Schaden hatte. Dafür habe ich richtig langsam angegriffen. War richtig langsam auch unterwegs. Ich hatte halt diese gelbe Spritze gefunden. Die hat mich schneller, die hat mich stärker gemacht. Dafür aber langsamer und ganz, ganz langsam nur angegriffen. Hat sie mich lassen tun. Und das hat sich dann noch nicht viel verbessert. Ich habe dann halt noch ein Pentagramm und so gefunden. Wurde also relativ stark. Und hatte dann aber am Ende noch Daddy's Long Legs, was mich dann gerettet hat. Der hat quasi eigentlich den ganzen Schaden gemacht, weil ich nur alle 2 Sekunden oder so höchstens angreifen konnte. Hab's dann dann doch noch geschafft, aber der One ist jetzt weg. Was eigentlich schade ist, weil das ein okayer One war. Naja, ich habe auf jeden Fall kein neues Item da gefunden gehabt, also ist das nicht ganz so schlimm. Aber ist halt blöd, dass ich jetzt eine Stunde umsonst aufgenommen habe. Aber was will man machen? So, auf jeden Fall sind wir jetzt Isaac, wollen natürlich wieder Items freischalten. Oh, dafür müssen wir auf jeden Fall erstmal noch den Geheimraum finden. Mit Missing No. Yay. Habt ihr gesehen? Da war Missing No nicht drin. Ist das nicht toll? Da war sogar gar nichts drin. Kämpfen wir halt gegen Sloth. So, warte. Ich muss mal kurz gucken. 2 Schaden. Aber die Tränen sind so sau klein. Ich glaube, Kane ist sogar ein bisschen stärker als Isaac. Kann das sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich Kane gestern aufgenommen, also nicht vor diesem One, sondern gestern schon. Wollte das jetzt eben rendern, ging aber wie gesagt nicht, weil halt blöd alles. So, schauen wir mal nach, vielleicht, nope. Und, ja. Deswegen, wieso habe ich das jetzt erzählt? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal zum Boss. Deswegen kann es sein, dass ich bin jetzt noch nicht wirklich drin, ich musste jetzt schnell aufnehmen. Ich habe extra mal voraufgenommen, das tue ich sonst eigentlich voll selten, weil ich heute halt ein Seminar hatte, das irgendwie voll lange ging, von 9 bis 17 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt erst um 18 Uhr zu Hause, deswegen kommt das Video heute wohl auch wieder ein bisschen später, je nachdem, wie lange wir hier brauchen. Aber wir sind Isaac, also wird das sowieso wieder lange dauern. Und ja, das war auch relativ anstrengend. Von daher kann das sein, dass ich ein bisschen erschöpft bin und jetzt weniger rede. Oder Blödsinn rede oder was auch immer. Eigentlich rede ich immer Blödsinn, also ist das gar nicht so schlimm. Nehmen wir mit, kriegen wir nämlich noch ein paar Bomben und Bomben brauchen wir. So, ja, dann nimmt man extra mal auf, damit man ein bisschen Freizeit hat. Und dann kommt sowas. So, das Reborn, wir kriegen so ein Little Gish, das ist sehr schön. Und dann können wir noch kurz nach einem super Geheimraum gucken, der höchstwahrscheinlich dann hier oben sein wird. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja, mit roten Herzen, die uns nichts bringen. Okay. Aber wir haben jetzt schon 2 Effekte auf unseren Tränen. Einmal mit, also die Gischtränen, die machen ja irgendwas. Ich habe nur vergessen, was. Die tären die Gegner irgendwie ein. Was das genau bringt, weiß ich gerade nicht. Und dann haben wir noch unsere 4 Shots. Genau. Die auch nochmal cool sind. Und alles, was die Tränen irgendwie verändert, ist sowieso ganz richtig cool. Okay, das sprengt sich was. Oh, dein Ernst? Da ist eine Trollbombe und sie bringt uns eine graue Kiste, okay. Was wird in dieser grauen Kiste sein, frage ich mich. Eine Bombe. Okay, war doch nicht so toll. Hätte was Besseres sein können. Naja, ich glaube... Oh Gott. Oh, verschluckt. Okay. Ich glaube, in diesen
in diesen Leitern-Dingern können sogar Geheimraum-Items drin sein. Das heißt, da hätten wir auch Missing No theoretisch finden können. Wenn das nicht stimmt, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist mein letzter Wissensstand so, dass das geht. Also müssten wir die vielleicht auch suchen. Wenn wir irgendwie die Chance haben, alle Steine kaputt zu machen, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Und nach diesen Räumen Ausschau halten. So. Gut, Schlüssel haben wir genug. Da unten wird wohl der Geheimraum sein, wenn da schon so ein Fass vorsteht. Nein, okay. Interessant. Ich hätte jetzt vermutet, der wäre da. Aber okay. So, wir machen nicht genug Schaden. Ah, geslowt die Gegner. Okay. Ist cool. Das heißt, wir können die slowen und gleichzeitig in Angst und Schrecken versetzen. Oh, der explodiert. Okay, gut, dass wir noch weit genug wegstanden. Ist cool. Soweit. Erst slowen wir sie dann mit Gish und dann erschrecken wir sie. Und dann können sie aber nicht entkommen, weil sie verlangsamt sind. Und dann sterben sie. Chemical Peel. Damage up. Okay. Guck mal, dieses Chemical Peel ist ja nur mit jedem zweiten Schuss. Jeder zweite Schuss ist stärker. Und wenn wir jetzt Kane wären, dann ist das doch eigentlich so, wegen der Augenklappe, dass dann nicht jeder zweite Schuss stark ist, oder? Dann bringt das, glaube ich, gar nichts. Die Augenklappe ist ja sogar auf der rechten Seite bei Kane. Von daher müsste das eigentlich logisch sein, dass er dann dadurch nicht stärker wird. Das heißt, einige Items bringen bei Kane überhaupt nichts, wegen der Augenklappe eben. Dann bringt auch Technologie wahrscheinlich nichts. Boah, das wäre ja voll fies. So. Erstmal Gegner besiegen, die uns hoffentlich nicht treffen, damit wir auch einen Devil Deal bekommen. Sehr schön. Setzen wir lieber noch nicht ein, erst wenn wir den Boss besiegt haben, welcher Dingle ist. Dingle wird uns höchstwahrscheinlich treffen, es sei denn, er ist die ganze Zeit geslowt. Warte. Okay, Dingle, treff uns einfach 10.000 Mal. Kommt hier. Guck, habe ich noch eine Batterie gefunden, doch. Habe ich die gefunden. Verdammt, jetzt hat er uns zweimal getroffen. Ich will mein Devil Deal. Gib mir mein Devil Deal. Gib ihn mir. Danke. Okay, sogar ein Damage Up nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, das sind gute Items. Das sind tatsächlich gute Items. Das wäre einmal ein Damage Up, wofür wir zwei Leben da lassen müssen. Das ist ganz schön viel. Aber auch Gabis Paw, die wir rerollen könnten und dann wahrscheinlich noch ein Gabi-Item rausbekommen würden. Und wir könnten damit halt viel mehr Leben bekommen. Aber wir wollen natürlich auf... Wir wollen natürlich auf die Angel-Räume gehen. Das heißt, wir dürfen es nicht mitnehmen. So gerne wir wollten, wir dürfen nicht. Ist ein bisschen traurig. Wehe, wir bekommen jetzt wieder kein Angel-Deal. Das wäre nämlich echt traurig. Dann weine ich. Dann würde ich weinen. So, hätte ja klappen können. Okay, 5 Bomben haben wir noch. Vielleicht finden wir noch irgendwie den Geheimraum. Da kann er nicht sein. Haben wir eben geguckt, glaube ich. Nee, warte, der kann hier sein. Ich schau mal. Nee. Geheimraum hätte ich aber trotzdem noch gerne. Vielleicht da oben. Auch nicht. Gut, gleich haben wir keine Bomben mehr. Weiß ich nicht, ob er da sein kann. Wenn hier oben ein Raum ist, ja. Dann kann er da nicht sein. Na gut, dann schauen wir halt nochmal hier rein. Kriegen 2 schwarze Herzen, das hat sich also gelohnt. Und dann... Wo soll der denn sonst sein? Hier unten kann er noch sein. Okay. Mit 2 Bomben. Okay, wie viele Bomben haben wir verschwendet? 4? Und haben 2 wiederbekommen? Okay, ist cool. Ist gut, ja. Freut mich, wenn sowas passiert. Hui, wir haben kleine Hörner. Hörner auf dem Kopf. Hörner auf dem Kopf, Parfüm im Auge und dazu ein bisschen Schnaube. Wir vertragen uns und gehen in die nächste Ebene, aber wir können hier erst nochmal rerollen und würden natürlich noch ein Gabi-Item bekommen und... Abaddon. Abaddon ist so gut, damit hätten wir schon gewonnen, damit wäre dieser One schon gewonnen. Gosh. So gute Items und wir dürfen sie nicht mitnehmen, weil wir einen blöden Godhead haben wollen. So was Doofes, ne? Dann kriegen wir da so geile Items raus, hätten sogar 2 Gabi-Items bekommen.
und dürfen kein einziges davon mitnehmen. Ich hoffe, das Spiel belohnt uns jetzt dafür, dass wir zwei richtig gute Devil Deals nicht angenommen haben. Ich hoffe es. Oder sagt sich, nee, du bist ja wieder in so einen Stachelraum gegangen. Jetzt gebe ich dir keine Angel Rooms mehr. Erst, bevor du gar keine Angel Deals mehr bekommen kannst. Aber da sind dann nur blaue Herzen drin. So sind die nämlich drauf, die Angel Deals. Genauso. So, okay, das hat sich gelohnt. Wir haben 4 Bomben und 3 Schlüssel bekommen. Oh. Ach, das sind die. Okay, diese mit diesen Kreuzaugen schießen also so über Kreuz. Ja, kann man so sagen. Muss man mal rausbekommen, wie die gucken, die drei so gerade schießen. Die gucken wahrscheinlich dann anders. Ah, das war ja klar. Okay, damit war es dann wohl auch mit dem Angel Deal. Es sei denn, wir haben ja gar kein rotes Leben verloren. Einige böse Zungen behaupten ja... Oh, Bouncing Tears. Nett. Behaupten ja, dass man einfach nur keine roten Herzen verlieren darf und man dann trotzdem... Also auch wenn man schwarze Herzen verliert, dann trotzdem noch einen Devil Deal bzw. Angel Deal bekommen kann. Darauf hoffe ich jetzt einfach mal. Dann hätten wir nämlich noch die Chance. Bouncing, bounce, bounce. Bounce, baby, bounce. Okay, eine Batterie, an die wir nicht rankommen. Es sei denn, wir setzen eine Bombe ein. Da ist eine Bombe, die wir aber nicht dafür einsetzen können. Da links haben wir geguckt, ob der Geheimraum ist quasi. Heißt... Ja, was heißt denn das? Heißt, da oben kann der Geheimraum schon mal nicht sein. Lass mich durch, du Herzchen. Und dieser Raum wird uns nicht wehtun. Okay, finde ich gut. Ich mag diese Bouncing Tears. Pow, pow, pow. Damit kann man vor allem auch richtig coole Synergien schaffen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen so eine geile Synergie. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehen wir richtig strange aus. So ein kleiner Teufel, der sich auf der einen Seite, der die eine Seite seines Gesichts abgegeben hat. Aua, für mehr Schaden. Der dazu einfach nicht schlafen konnte und deswegen seine Augen mit Kleber aufgerissen hat. Damit er nichts mehr vom Tag verpasst. Ja, ja, so einer sind wir. Spinnies, okay. Hallo, Spinnies. In den Stachelraum gehe ich mal erst rein, wenn wir den Boss besiegt haben. Weil ich halt nicht weiß, ob man da wirklich reingehen darf oder halt nicht. Um Angel D zu bekommen, da haben wir auch schon den Boss. Oh, oh Gott. Okay, wir könnten nochmal in den Shop reingucken. Wir haben quasi genug Geld an sich. Bomben haben wir genug, brauchen wir eigentlich nicht. Kaufen wir uns das, 48 Stunden Energie, das ist schön. Haben kein Geld mehr. Und ja, gehen zum Boss. Piep. Okay, Piep wird uns höchstwahrscheinlich wehtun, so wie ich ihn kenne. Und ich kenne Piep ganz schön gut, sag ich ja. Aber Piep kann man ja eigentlich auch unter ihm bleiben. Ist ja nicht the Blood. The Blood. So. Wäre eigentlich ganz schön, wenn er die ganze Zeit verlangsamt wäre. Kish, do your job. Wurden hat leider einmal getroffen, aber wir kriegen trotzdem einen sehr schönen. Rewollen wir vielleicht. Oder das Rewollen wir viel eher. Kriegen the... Keine Ahnung, wie das heißt. The... Was ist das? Ist das The Mind? The Soul. The Soul. Okay, besiegen noch kurz den Engel hier. Welcher Engel ist das? Welche Farbe hat der? Weiß? Okay, weiß ist einfach. Ah. Und weiß trifft uns. Aber weiß hat nicht so viele Leben wie rot. Und das ist gut. Ach, jetzt haben wir auch noch The Soul. Ja, genau. Okay. Sehr schön. Den einmal kurz besiegen. Und dann kriegen wir nämlich wieder einen Schlüssel und haben wieder eine höhere Chance auf noch einen Angel Deal. Je nachdem, wie wir uns anstellen, kriegen sogar noch ein blaues Herz. Spreng hier nochmal kurz alles auf, weil ich Bock auf noch mehr blaue Herzen habe. Kriegen leider keinen. Okay. Dann können wir Little Steven an sich rewallen. Ist der, nee, wir haben gar keinen. Doch, da oben ist noch eine Batterie. Wir könnten den auf jeden Fall rewallen. Wo war... Achso. Wir könnten ihn auch mitnehmen.
Wäre nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ist also auch nicht so schlecht. Naja, wir gehen erstmal. Achso, wir haben noch 48 Stunden Energie. Das haben wir auch noch. Aber wir holen uns hier erstmal noch unsere drei blauen Spinnen. Sammeln dann die Batterie da oben auf. La 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 la. Gucken, ob hier der Geheimraum ist. Höchstwahrscheinlich. Jo, mit Missing No. Nie kriegen wir Missing No. Achso. Gut, haben wir keine Bomben mehr. Was auch immer. Ist mir egal. Pum, 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 pum. So. Kommen wir überhaupt an die Batterie ran? Ich hoffe es. Ach so, das war die Batterie. Okay. Kommen wir trotzdem ran, ohne Leben zu verlieren. Ist schön. Ach, wieso habe ich denn dann eben nicht die 48 Stunden Energie eingesetzt in dem Engelsraum? Oh, ich bin dämlich. Ich bin dämlich. Die hatten wir doch eben auch im Engelsraum schon dabei, oder? Ich glaube schon. Oh, dann hätte locker noch zwei, dreimal rerollen können. Verdammt. Okay, rerollen wir das. Kriegen Range up. Okay, da hätte ich lieber den Psychic Friend mitnehmen müssen. Naja. Dann halt so. Ein bisschen Range up ist ja auch nicht schlecht. Vor allem, weil die halt bouncen. Ist vielleicht wirklich nicht schlecht. Dann bouncen die halt etwas weiter. Ist ja immer das Positive in den Sachen sehen. Guck, jetzt bouncen die ein bisschen weiter, treffen dadurch die Gegner ein paar Mal häufiger und dann haben wir deswegen auch ein bisschen mehr Schaden. So, Katakomben 2. Heißt, wir sind noch nicht in der Marmebene. Noch lange nicht. Heißt, wir können erst den Boss besiegen und dann erst in den Stachelraum gehen. Das machen wir jetzt einfach immer so, weil ich halt nicht weiß, ob man da reingehen darf oder nicht für den Angelraum. Und ich glaube nämlich bei den alten, bei den letzten Ones, wo ich immer keine Angel Rooms bekommen habe, erst richtig spät, da bin ich da immer am Anfang schon reingegangen. War vielleicht eine falsche Idee. Eventuell war es so. So, die können wir eigentlich mal einsetzen, weil hier so viele Pilze sind. Nochmal 48 Stunden Energie, finde ich gut. I Can See Forever ist genauso gut. Boards of Steel ist auch super. Alles super. Schlüssel, gut, nehmen wir auch mit. Da kommen wir nicht rein, weil wir volle Leben haben. Und wir machen irgendwie ganz schön viel Schaden. Ja, doch, das ist ganz angenehm, obwohl wir nur drei Striche haben. So, haben wir hier noch den Super-Geheimraum mit noch ein paar Pillen. Speeddown, dann ist das auch eine Speeddown, noch eine Speeddown. Drei Speeddown-Pillen. Nicht schlecht, eine Quality Fly und Tiersap. Perfekt. Dafür ein bisschen langsamer sein. Pff, macht uns nichts. Dafür haben wir gut gegessen, ein paar Pillen nämlich. Und Pillen sättigen, wie jeder weiß. So, damit ist unser Würfel auch wieder voll. Können wir hier rein. The Hollow sollten wir hoffentlich besiegen, ohne Leben zu verlieren. Ja, doch. Ja, ja. Wir machen genug Schaden. Und kriegen dementsprechend hoffentlich einen... Ich hätte lieber ein Angel Deal Spiel. Ich habe schon ein Schlüsselstück. Hast du das nicht gesehen? Warum siehst du das nicht? Und die Spritze will ich nicht, deswegen reroll ich sie mal. Das will ich auch nicht. Ich reroll das nochmal. Das will ich auch nicht. Ich reroll das nochmal. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich will den ganzen Mist nicht. Dann hätte ich vielleicht die Büroklammer mitnehmen sollen. Obwohl das ein Evil-Up wäre. Wir haben auch schon ein Evil-Up. Das ist voll nicht gut. Trotz Evil-Up haben wir aber auch einen Angel, die bekommen. Also. Wir brauchen eine Bombe. Oder Geld, dass wir uns eine Bombe im Shop kaufen können, wenn da denn überhaupt eine drin ist. Was ich aber mal denke. Und wir kriegen gar nichts. Na gut, kommen wir da an die Bombenleine nicht ran. An das blaue jetzt auch nicht, obwohl hier ist ja noch ein Raum. Noch haben wir Hoffnung. Wir haben noch die Chance. Ne, nur ein Schlüssel. Ach doch, hier kommen noch ein paar Räume. Okay, sehr schön. Die haben einfach Augen, okay. Die mit den ganz normalen Augen, die schießen einfach geradeaus. Gut zu wissen. Noch ein paar Münzen. Aber keine Bomben. Gut, dass wir die I Can See Forever Pille hatten. So. Small Walk. Perfekt. Schauen wir hier nochmal rein. Okay, wir hätten ein Lebensupgrade im Bossraum. Dann würde ich sogar lieber das da rerollen.
Das wird nämlich nur machen, dass wenn wir getroffen werden, dass der Gegner, der uns trifft, in einen Scheißhaufen verwandelt wird. Und das bringt uns nicht wirklich viel. So, da wäre ein bisschen mehr Geld, sobald wir getroffen werden. Bringt uns also auch nichts, weil wir gar nicht erst getroffen werden wollen. Und da kommt jetzt hoffentlich Geld raus, danke. Gut, dann können wir nämlich auch nochmal in den Shop reingucken. Genug Schlüssel haben wir, wir haben ein bisschen Geld. Wenn da irgendwas Vergünstigtes ist, dann können wir uns das kaufen. Wir wollen das für noch was Schlechteres. Oh Gott. Aber die 48 Stunden Energie möchte ich eigentlich auch bewahren für den Angel Raum. Oh, verdammt. Punchback. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Warum nicht? Jetzt haben wir halt diese Pille nicht mehr. Das finde ich doof. Wenn wir gleich einen Angel-Deal bekommen und ich dann diese Pille wieder nicht habe. Nicht ganz cool. Kommen wir vielleicht an die Bombe hier unten ran? Ja, aber nur, wenn wir Leben verlieren. Oh. Okay. Dann können wir uns zumindest nochmal zwei Bomben holen. So. Sehr schön. Okay. Haben vier Schlüssel dafür abgegeben, dass wir zwei Bomben bekommen. Gut, 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 gut. Wir gucken nochmal in den Shop kurz rein, wie gesagt. Und schauen, was uns da erwartet. Die Stopwatch. Wäre eigentlich ganz geil. Komm, holen wir uns. Die gönnen wir uns. So. Pam. Sehr schön. Das langt auf jeden Fall. Stopwatch, wenn man sie schon hat. Ich weiß, jetzt wird das halt richtig leicht werden dadurch, aber dadurch werden wir weniger getroffen, haben vielleicht eine höhere Chance auf die ganzen Angel-Deals. Und das ist halt unser Ziel. Also muss ich sie mitnehmen, so leid es mir tut. Jetzt haben wir halt auch wieder ganz viel Geld aus unseren Automaten rausgesprengt. Und wir kriegen natürlich wieder nichts Erlebende. Mann, wir haben immer richtig viel Pech in diesen Ones. Da will man einfach mal Angel-Deals bekommen und was kriegt man? Nichts Erlebende, wo man also nur statt zwei Chancen auf dem Angel, die nur eine hat. Ganz toll. Das ist nicht gut. So, komm her. Du Derpy Face. Pum, pum, pum. Scheint eine Special-Version zu sein. Auf jeden Fall war die größer. Der ist zum Beispiel auch größer. Das ist nämlich das Schlechte an. Das ist das einzig Schlechte an der Stopwatch. Nee, nicht das einzige. Au. Erstens, also das hat mehrere Nachteile, die Stopwatch. Erstens, dass die dadurch anders sich bewegen, die ganzen Gegner. Zum Beispiel die Gegner, die hochhüpfen, die springen dann nicht mehr weit, sondern bleiben quasi an einem Fleck stehen. Kann man auch als Vorteil ansehen, aber ich. Ja, je nachdem. Und der zweite Nachteil ist halt, dass man nicht erkennt, wenn es eine Superversion ist. Was aber auch nicht weiter tragisch ist eigentlich. Ebel, einige sehen das vielleicht als Nachteil an. So, komm her. Du auch. Gut. Ich hoffe nur, das stimmt jetzt alles mit dem Sound so. Hoffe ich. Eigentlich höre ich nämlich vor der Aufnahme immer noch mal in meinen Sound rein, ob das alles stimmt und so. Und da stimmt auch alles gestern. Und trotzdem jetzt beim Nachbearbeiten habe ich gemerkt, dass das doch nicht alles so hinhaut. Fand ich blöd. Hoffentlich klappt das jetzt wenigstens. Denn sonst hätte ich einfach 2 Stunden umsonst aufgenommen. Und das finde ich nicht cool. So. Pam, 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 pum, pum, pam, pum, pum, pum. Die sieht man halt auch richtig schlecht. Mit diesem Slow-Effekt. Aber egal. Dafür bewegen sie sich auch nicht so schnell. Und schießen können sie auch nicht schnell. Und dazu haben wir auch noch das Soul. Heißt also, wenn die Schüsse ankommen würden, die wären sowieso noch von uns abgelenkt. Wie cool. Richtig cool. So, ich würde aber gerne mal zum Boss. Blöde XL-Lebende. Heißt aber, der zweite Boss, ja. Der zweite Boss ist Mutti. Heißt, den dürfen wir erst machen, sobald wir die beiden goldenen Räume gefunden haben. Heißt, wir müssen ja wohl noch ein bisschen in der Ebene bleiben. Wie es aussieht. Hilfe, was? 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 Was ist Hilfe? Was? Wieso sind da diese doofen Dinger? Wow.
Ab in den Shop mit uns. Okay, mehr Türe, mehr Türe, mehr Türe. Dü, dü, dü. Dü, dü. So. Haha, verarscht. Hihi. Ha, ho, ho, ho. Schießt das Feuer dadurch eigentlich auch langsamer? Ja, tut's. Okay, gut. Wolf's Card. Chop this like smoke. Natürlich. Irgendwie ist meine Wolf's Card kaputt. Ist das bei euch genauso? Dass eure Wolf's Card immer dasselbe anzeigt? Ich hatte diese Karte jetzt 10-mal. 10-mal mindestens. Und was zeigt sie mir jedes Mal? Oh, Passage ist natürlich witzig. Bringt uns... Nee, nehmen wir nicht mit. 10-mal und sie hat immer... Jedes Mal, jedes einzelne Mal hat sie mir gesagt, chop this like smoke, chop this like smoke. Und ich so, ja, schön, weiß ich schon, danke. Aber es hört einfach nicht auf, es sagt mir immer dasselbe. Die Karte weiß gar nichts anderes, glaube ich. So, die rote Spritze war nix gut, die ist besser. Burst Butt, Sword Protector und ist zudem auch noch ein Fliegen-Item. Also haben wir jetzt auch noch die coolere Chance auf ein... auf Lord of the Pit zu werden. Lord of the Flies heißt sie aber. So. Da hinten sind die Bosse. Hier sind noch zwei Räume. Und wir haben noch keinen goldenen Raum gefunden. Die sind beide da hinten. Okay. Dann lohnt sich das eigentlich gar nicht hier reinzugehen. Wir machen es trotzdem. So, weil dadurch die Aufladungen eigentlich jetzt verschwendet waren, die beiden, aber pff. Dann müssen wir wenigstens nicht nochmal zurücklaufen. So. Da hatte ich kurz Angst vor meinen eigenen Tränen, weil die zurückgekommen sind. Auch nicht schlecht. So, nein, 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 nein. Wie, ich kann die nicht weg... Ich konnte die nicht wegschießen, habt ihr gesehen? Unfair. Das Spiel ist verbuggt. Meine Tränen sind verbuggt. Kommen wir auch nicht ran. Was haben wir hier? Eine graue Kiste. Nehmen wir vielleicht gleich nochmal mit. Blauer Stein. Wir haben keine Bombe. Und es passt perfekt. Okay. Das passt also doch perfekt mit dem goldenen Raum. Dann haben wir doch keine... keine Aufladung verschwendet. Das finde ich gut. Kriegen noch ein blaues Herz. Finde ich auch gut. So. Weg mit dir. Noch ein blaues Herz. Und kriegen hier noch ein Damage-Up. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Müssen wir nicht rerollen. Das blaue Herz nehmen wir auch mit. Wir haben keine Bomben. Was ein bisschen doof ist, aber... Ja doch, nee, eigentlich brauchen wir ein paar Bomben. Gebt mir Bomben. Bomben. Jetzt brauche ich erst recht Bomben. Okay, wir können auf jeden Fall noch ein zweites Mal rerollen. Dann gehen wir in den Challenge-Raum, wo eine Bombe drin ist. Leider nicht. Schade. Okay, also keine Bombe. Das heißt, wir können hier den... blauen Stein erstens nicht aufsprengen, dann können wir die Geheimräume nicht aufsprengen. Beziehungsweise den Geheimraum, den wir nur sehen. Und ja. Können dadurch auch nicht Missing No finden. Jetzt haben wir eine Bombe. So, erstmal gucken. 10 Bomben. Da wir uns eben die ganze Zeit über Bomben beschwert haben, nehmen wir die 10 Bomben einfach mal mit. 10 Bomben? Das gibt's als Item? Das habe ich schon mal aufgehoben? Was? Egal, wir haben 10 Bomben. Ist doch schön. Dann können wir zumindest den blauen Stein aufsprengen, der uns gar nichts bringt, weil wir sowieso schon volle Leben haben. Könnten da drüben noch einen Schlüssel holen. Auf jeden Fall noch zweimal rerollen. Hoffentlich ist im Geheimraum. Okay, wir warten kurz, bis beide oben sind. So.
Hoffentlich ist im Geheimraum ein Item drin, dann können wir nämlich hier ganz oft zurücklaufen und das immer wieder rerollen. Das wird bestimmt Spaß machen. So. Missing now. Wieder nur Bomben. Mann, ich krieg viel zu wenig Items in diesen Geheimräumen. Okay, ein paar Pillen. Waren das gute? Pheromone, Speeddown. Nichts Gutes. Dreimal Pheromone, einmal Speeddown. Okay. Dann gehen wir zum Boss. Jo. Jo, das machen wir jetzt einfach. Obwohl, wir können hier noch den blauen Stein aufspringen, auch wenn da sowieso nur ein blaues Herz drin ist. Vielleicht. Oh. Vielleicht sind da auch Schlüssel und so drin. Sehr schön. Da ist noch eine Batterie. Da sind sogar zwei Batterien. Gut, wir haben also zwei Batterien. Dann zwei Bosskämpfe. Und beim zweiten wollen wir einen Angel Deal haben. So sieht's aus. Dann haben wir noch einen Stachelraum, in den wir vielleicht reingehen. Aber können wir nicht, weil wir gegen Marm kämpfen müssen. Okay, also hat sich das mit dem Stachelraum erledigt, weil ich nicht weiß, ob man da reingehen darf und trotzdem noch einen Angel Deal bekommen kann. Pony. Eigentlich hätte ich es nicht gerewollt, aber warte. Wir können ja nochmal zurückgehen. Wir können ja so oft zurückgehen, wie wir wollen. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch eine Batterie. Das auf jeden Fall, damit wir zumindest einmal rewollen können, den Angel Room. Und dann sind wir glücklich. Kann man eigentlich Polaroid und so auch rewollen? Kann man das? Ich weiß es nicht. Kommen dann auch coole Items raus? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gegen Marm kämpfen und kriegen hoffentlich einen Angel Room. Wir dürfen einfach nur nicht getroffen werden und dann ist alles gut. Das ist eine, keine Ahnung, Version. Anscheinend eine normale. Und dadurch, dass unsere Tränen so ein bisschen wegfliegen und wir den Punching Bag haben, sollten wir hier relativ sicher sein. Ja. Ja, doch. Okay. Gefällt mir. Wir treffen sogar manchmal da oben, Mutti. Finde ich auch gut. So. Treffen wir sie gleich doppelt. Und geschafft. Und kriegen natürlich keinen Angel Room. Ach, Mann, ey. Blödes Spiel. Gib mir keine Angel-Räume. Gib mir noch zumindest ein. Ich hab den Schlüssel. Spiel, ich hab das Schlüssel. Das Schlüssel. Ich hab das Schlüssel, jo. Ich hab den einen Schlüssel. Da muss doch jetzt irgendwo ein Angel die kommen. So was Blödes aber auch. Keine rote Kiste. Was ist das denn? Dann will ich da erst gar nicht rein. Komm, wir setzen einfach mal The World ein. Dann sehen wir sogar, wo der Geheimraum ist. Sehen, dass es hier nicht weitergeht, wo wir gerade lang gehen. Und wissen, der Boss ist oben rechts. Gut, wir hatten volle Leben. Das heißt, jetzt haben wir noch 11. Ich glaube, man kann 12 insgesamt haben. So, da ist der Geheimraum mit Missing No drin. Easy. Schade. Und ich werde gerade müde. Das ist nicht gut. Ach. Der ist überhaupt nicht gut. Simon wird uns in den Geheimraum teleportieren. Können wir in der nächsten Ebene einsetzen? Mau, 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 mau. Go, go, Pussy Rangers. Save all pussies from the dangerous. Di, 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 di. Mau, 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 mau. Rette alle Katzen von den Katzen-Rangers. So ist der auch weg. Gehen wir halt noch hier in den großen Raum, der uns auch nichts anhaben kann. Oh, sind die langsam. Wow. Rentner unterwegs, pass auf. Rentner fliegen. Okay, wie hoch ist eigentlich das Schaden? 5? Ne, warte. Ja, doch, 5. 5 ist ja nicht so ganz schlecht. So, noch ein paar Dick-Dick-Das besiegen. Und dann sind wir auch schon beim Boss, der uns hoffentlich einen Angel-Deal geben wird. Aber wir wurden jetzt einmal in der Ebene getroffen. Das senkt halt wieder die Wahrscheinlichkeit auf dem Angel-Room.
Aber wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Der Tod. Der gibt uns auf jeden Fall ein. Wow. Toll. Spawnt die halt genau in uns drin. Der gibt uns auf jeden Fall einen Cube of Meat oder eine Bandage. Ein Würfel der Bandagen. Je nachdem, wie er gerade drauf ist. Und sogar sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guardian Angel Scapula. Ist das denn dein Ernst? Was will ich denn mit Scapula? Ich brauche kein Scapula. Dann haben wir keine Chance mehr auf Angel Deals. Das heißt, wir haben wieder Godhead nicht bekommen. Und haben richtig gute Angel Deals am Anfang ausgelassen. Devil Deals am Anfang ausgelassen. Toll. Super. Das freut mich. Ich krieg niemals in meinem Leben den Godhead. Nie. Nie. Ich sag's. Nein, ich hätte jetzt erst wie wollen dollen. Sollen. Dollen. Oh, ich bin ja richtig dämlich. Warte, wir sind. Ja, wir sind Womp 1. Ist er vielleicht noch da? Vielleicht ist er gleich immer noch da. Ich hoffe es einfach mal. Wir suchen uns jetzt eine Batterie. Oder so. Oder laden zumindest unseren Würfel auf und hoffen, dass dann gleich einfach der Angel Deal noch da ist. Und dann rerollen wir beides. Ich hätte warten müssen, bis der Schlüssel da ist und dann das erst rerollen. Das wäre schlauer gewesen. Habe ich aber nicht dran gedacht. Sonst hätte der Schlüssel ja vielleicht auch der Gottheit sein können. Ja. Nun gut. Hallo? Gehst du bitte auf? Ich guck auch nicht hin. Ich guck nicht hin. Zieh dich halt um. Komm jetzt raus. Meine Güte, muss man den echt die ganze Zeit angreifen, dass er irgendwann mal rausgeht? Er schießt auf jeden Fall, wenn man den angreift. Aber rauskommen tut er trotzdem nicht. Hat unser Punching Bag gerade Schaden bekommen? Komm schon. Was ist los mit dir? Hast du Angst vor uns, ja? Vielleicht von oben? Hallo? Gut, dann tschüss. Du bist doof. Jetzt müssen wir da gleich leider nochmal rein und den nochmal besiegen. Und wenn er dann wieder nicht schießt. Ja, toll. Da war der Fokus auf unserem Punching Bag, aber wir kamen da nicht dran vorbei. So, jetzt komm da schon raus, meine Güte. Macht man die damit kaputt, dass man die Stopwatch hat, oder wie? Komm. Okay, du bist mir zu blöd. So ein doofer Raum. Die sind da richtig nervig, diese Turtles. Blöde Schildkröten. Muss ich zwei Bomben dafür verschwenden. Nö. Rote Scheißhaufen sind doof. Okay, wir müssen an den roten Scheißhaufen vorbei. Wehe, da kommt jetzt kein Raum mit Gegnern hinter. Okay, gut. Im letzten Raum können wir noch einmal rerollen. Und noch eine Pretty Fly bekommen. Okay, nice. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Raum eben noch auf ist. Der Angel-Raum. Wenn nicht, wäre schade. Wahrscheinlich ist er weg. Höchstwahrscheinlich ist er weg, ja. Egal, wir schauen. Mehr als probieren können wir ja nicht. Da. Und er ist weg. Blöder Raum. Ich krieg niemals Godhead. Und ich krieg niemals blödes Missing. No. Wo soll ich die Sachen herbekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich finde das doof. Kann man in der Chest überhaupt sowas bekommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es jedes Mal, aber ich glaube nicht. Und dann müssten wir eigentlich auch gar nicht in die Chest reingehen. Weil ich ja sowieso sonst alle Items habe.
Naja, vielleicht können wir in der Chest ja rerollen und da kommt dann sowas raus. Aber wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, in der Chest. Sind in der Chest denn wirklich alle Items vertreten? Also auch aus dem Devil Deal und aus dem Geheimraum Deal und sowas? Geheimraum, aus dem Geheimraum und so. Weiß ich eben nicht. Wenn man dann rerollt, dass man dann da auch was bekommt? Möglich? Ich weiß es aber nicht. So, Range Up. Range Up hatten wir doch schon mal. Wieso hat er gesagt, die kannten wir noch nicht? Egal. Slavers. Aha. Okay, ja. Pow, pow, pow. Gut. Da kommen wir nicht rüber. Da kommen wir nicht rüber. Wo ist der Boss? Der nächste Boss wahrscheinlich links. Ich komme hier nicht rum, weil ich dachte, ich wäre der Punchback, aber ich bin gar nicht der Punchback. Uli, Uli, ich will aber der Punchback sein. Ein Punchback zu sein ist bestimmt witzig. Wird man immer geschlagen. Und von irgendwelchen Monstern angeweint. Mit ihrem Blut. Man wird mit ihrem Blut beschmiert. Beschmutzt. 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 Das war eine SpongeBob-Anspielung. Gib her. Danke. Lululu, ich mag Engelräume mehr als du. Und dafür muss ich jetzt ein paar Bosse besiegen. Aber diese geben mir sowieso kein Engelsraum mehr. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, pau, pau. Oh, danke. Musste ich den wenigstens nicht suchen. Wenn er uns ein Steam Sale gibt, können wir den rerollen. Und hoffen, dass wir ein bisschen Glow bekommen. Hat sich schon erledigt, okay. Aha, okay. Interessant. Oder auch nicht. Nee, er nicht. Es ist nicht interessant. Nein, nein. So. So. Gut, dann machen wir das so. Das ist das. Ach ne, das ist das Anarchist Cookbook. Okay. Nee. Gut, wäre das dieses Schild gewesen, dann hätte ich nämlich. Dann wäre ich nochmal in den Stachelraum gegangen, weil ich dann nur ein Leben verloren hätte. Hätte sich vielleicht gelohnt. Aber so, dann halt nicht. Plau, plau, plau. Ich habe immer Angst vor meinen eigenen Tränen, weil die halt manchmal auch so anders aussehen. Okay, nehmen wir mit. Da, die sind manchmal so heller, aber das ist einfach nur. Der komische Effekt von. Weiß ich gar nicht, welcher Effekt ist denn das? Achso, von unserer. Das ist diese Vierträne. Durch Moms Parfüm. Nein. Ah, okay, schön. Ich lasse mich gerne treffen, indem ich gegen ein Auge laufe. Dauert recht lange, oder? Okay, die Tränen kommen aber gar nicht bis hierher. Das heißt, wir müssen gar nicht aufpassen. So, okay. Gegen diese Gegner müssen wir vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Aber. Wir haben auch unseren Swarm Protector, fällt mir gerade auf. Was macht der eigentlich? Der macht doch garantiert Schaden. Jo, ich bin zu langsam. Na gut, dann mal ab zu Isaac, so wie Mutti schon sagte. Mutti weiß alles. Was? Die Folge schon wieder 45 Minuten? Oh Gott. Kann doch nicht sein. Okay, kein Bock auf diesen Raum. Bye, bye. Was haben wir hier? Temperance. Okay. Sehr gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die 6 wird also unsere. Wird all unsere Items rerollen und alle Items, die es hier auf dieser Etage gibt. Und sowieso alles. Die 6 ist, glaube ich, alles 3 in 1. Also alle Items, die wir haben, alle Items, die in dieser Ebene sind und alle. Und. Nice! Und alle Pickups, die es auf dieser Ebene gibt. Jo, und sie springt halt auch noch so heftig.
Nice, Polyphemus. Das hat man auch richtig selten. Pow, pow, pow. Ja, Polyphemus ist natürlich mega stark. Und wir schießen sogar relativ schnell. Also unsere Fireweight ist nicht so schlecht. Aber wie geil das ist, dass Polyphemus halt so die ganze Zeit so umher bounced. Bounce, 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 baby, bounce, bounce, bounce. Jo, sollten wir auf jeden Fall die ganzen kleinen Gegner one-hitten. Das sollte kein Problem sein. Außer den vielleicht. So. Sehr schön. Eigentlich geht Polyphemus doch sogar durch die Gegner durch, oder? Aber anscheinend nicht, wenn sie bouncen. Okay. Blaues Herz. Yep. Wie gesagt, man muss einfach nur mit den Spiel reden, dann kriegt man das, was man will. Probiert es einfach auch mal aus. Einfach mit dem Spiel reden, einfach ein Let's Play dazu machen. Und dann, also wenn ihr Probleme habt mit dem Spiel, und dann einfach sagen, was ihr haben wollt, dann gibt das Spiel euch die Sachen und dann sind die Bands alle ganz einfach. Ganz, ganz einfach. So. Geld bräuchte ich an sich nicht. Rote Kisten, die nehmen wir mit. Kriegen ein Gabi-Item. Das wäre dann unser drittes. Hätten wir am Anfang die ganzen Gabi-Items dann mitgenommen. Haben wir aber nicht. Können wir auch rerollen nach diesem Raum. Dann kriegen wir höchstwahrscheinlich sogar noch ein zweites Gabi-Item. Wow. Aus einem guten Gabi-Item kriegt man einfach diese blöde Zitrone. Cool. Das ist echt toll. Okay. Wir könnten unsere ganzen Items rerollen. Dann werden wir aber... Vielleicht kriegen wir dann richtig blöde Sachen. Aber wir haben auch die Chance, Missing No oder den Gotthard zu finden. Laut euren Kommentaren auf jeden Fall. Ob das stimmt, ist eine andere Sache. Was kriegen wir? Joker! Okay, Joker ist Chance auf dem Angel Deal auf jeden Fall. Gut, dann gucken wir einfach mal, ob wir eventuell noch unseren Würfel voll bekommen. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Und dann können wir auch die Joker-Karte benutzen. So, was gibt's hier? Aha. Eine ganze Parade voller Köpfe, die mich irgendwie angreifen wollen. Okay. Und mir mein Geld abziehen wollen. Oh nein, immer diese diebischen Köpfe. Ist echt schlimm heutzutage. Richtig, richtig schlimm. Kennt ihr das? Ihr geht so raus und dann sind da so springende Köpfe, die euch einfach abschießen. Und wenn sie euch treffen, dann verliert ihr euer ganzes Geld in eurem Portemonnaie. Ich kenn's nicht. Ich sehe relativ selten kopflose Köpfe. Körperlose Köpfe. So, zwei Räume noch, okay. Das ist dann Raum 1. Perfekt. Und Raum 2 ist dann irgendwo da hinten. Beim Geheimraum, in dem wir drinnen waren, ja. Okay, okay, okay. Wir wollen sowieso nochmal unsere ganzen Items rerollen, also ist das gar nicht so schlimm. Hier hatten wir einen Bettler, der könnte sich lohnen. Tut er bisher aber nicht. Na, hast du nur Schlüssel im Angebot oder wie? Ah, auch eine Bombe, ja toll. Eine Batterie vielleicht? Eine süße kleine Batterie? Wofür brauchte ich eigentlich die Batterie? Achso, für die Joker-Karte, genau. Sehr schön. Dann haben wir immer noch ein Lebensupgrade, kriegen gleich noch eins, weil wir halt das weiße Herz dabei haben. So. Was auch immer.
Okay, Joker, Angel, danke. Allerdings kein guter Angel Room, aber wir können immerhin den Schlüssel rerollen. Jetzt haben wir den alten Schlüssel nicht mit. Ach so, stimmt, ich wollte ihn rerollen, deswegen. Dann sollte man vielleicht auch. Okay. Ach, keine Ahnung. Wir kriegen nicht mal den zweiten Schlüssel, weil wir ihn schon einmal hatten, oder wie? Ach, toll. Gut. Haben wir mal einen Angel Room und dann gibt er uns gar nichts. Ist okay. Alles umsonst in diesem Spiel. Gut, dann müssen wir halt auf die Chest hoffen. Es sei denn, wir könnten. Warte, ja, doch, okay. Es ist Isaac. Nach Isaac kann man auf jeden Fall nochmal rausgehen. So, wir machen einfach, dass er den Punching Bag angreift. Das ist gut. Genug Schaden sollten wir machen. Er kommt sowieso nicht bis hierhin mit seinen Tränen, sonst hätten wir halt auch noch The Soul. Das ist alles gut. Wir wurden einmal getroffen. Wegen seinem blöden Laserbeam. Alles kein Problem hier. Vor allem, wenn die Tränen so langsam fliegen von ihm, dann treffen die uns ja erst recht nicht. Ach, okay. So, dann rerollen wir einmal kurz all unsere Items. Alle. Da unten war noch ein Item. Konnte man. Wir sind ein Löwe auf jeden Fall. Haben einen Laser. Und. Oh Gott. Nein! Wir haben geschieldete Schokoladen. Geschieldete Schokoladen. Eipekek-Tränen. Ist das dein Ernst? Und unser Würfel ist weg. Oh, das sollte ich, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh, wow. Oh, wow. Das ist ja richtig schlecht. Ach du Scheiße. Oh Gott. Nein, das wird richtig schlimm. Ich sag's euch. So. Spider-Bite immerhin. Oh nein. Ist das dein Ernstspiel? Jo, habt ihr gesehen, wie groß die war? Ein Schokoladen-Eipekek, ja, okay. Pff. Ich meine, what the f. Okay, wir werden richtig viel Schaden damit machen, ist klar, aber geschieldete vor allem. Das heißt, alle Tränen, die wir damit irgendwie abfangen, die treffen uns selber. Und wir haben doch diesen Boomerang-Effekt, dass diese Eipekek-Tränen auch noch zurückkommen. Oh, ich glaub's ja nicht. Naja, für eine Ebene sollte das vielleicht noch klappen. Und wir haben Polyphemus wahrscheinlich noch behalten. Deswegen sind sie so riesig. Polyphemus mit Eipekek mit Schokoladencreme. Schokoladendings. Schokolade halt. Ach Gott. Und wir wissen nicht, was es ist. Okay, einfach mal alles mitnehmen. Set-Bombs. Undefined. Sojamilch? Nein! Nein, nein, nein! Ganz viele von diesen Kackdingern! Ich glaub's ja nicht! Okay, wir werden sowas von. Ich sollte vielleicht mal aufhören, die ganze Zeit hier rumzuschießen. Okay, die machen aber guten Schaden. Wie lächerlich ist das denn? Das ist mehr als lächerlich. Sojamilch. Bitte was? Ich werde mich so selbst umbringen. Wegen diesem Boomerang-Effekt. Ist klar. Die Dinger gehen nicht mal weit. Oh nein, das kannst du sowas von vergessen. Werde ich nicht hinbekommen. Ich sag's euch jetzt schon mal. Nee. Okay, haben wir verloren. Was war das denn? Was? Wir sind auch noch ein Black Judas? Okay, ganz toll. Als wenn ich das jetzt mehr überleben würde als eben.
Tot. Damit kann man ja gar nichts. Wir hatten, dass überall Feuer ist, also dieses Poly... Nee, das heißt nicht Polyphemus. Doch, Polyphemus hatten wir auch. Dann hatten wir Sojamilch. Dann hatten wir die Schokoladenmilch, die uns aber eben nichts gebracht hat, weil Sojamilch anscheinend die Schokoladenmilch überschreibt. Dann hatten wir Eipekek, was unser Tod war. Und geschildet. Und dann noch diesen Boomerang. Was soll man denn da machen? Okay, ich hätte das nicht machen sollen. Haben wir eventuell wenigstens ein neues Item gefunden? Da ist Nummer 1, da ist Nummer 2. 9 und 10, immer noch genau 2 Items. Ach, Mann. Das war jetzt ein blödes Ende. Wir hätten das locker geschafft mit dem Zeug, das wir davor hatten. Wir hatten so viele Leben, wir hatten alles. Und dann kommt da ein so ein Sechserraum und vernichtet einfach alles. Beziehungsweise hat Sojamilch einfach nur unseren Wand vernichtet. Sojamilch in der Chest, ich glaub's ja nicht. Na egal. Bedanke mich auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch morgen wieder einschalten würdet, wo wir wahrscheinlich wieder eine Challenge machen aus der EBF-Mod. Epic Battle Fantasy Mod. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.